Tragische Neuigkeiten aus der Serienwelt. Ein Stern am Schauspielhimmel erlischt. Ursula Cantieni hat seit den späten 1970er Jahren die Theaterbühnen Deutschlands erobert und später den Sprung ins Fernsehen gewagt. Doch ihre unvergessliche Rolle als Johanna Faller in Die Fallers, die SWR-Schwarzwald-Serie, hat sie in unsere Herzen katapultiert. Im vergangenen Jahr verabschiedete sie sich von der Serie, und nun erreicht uns eine herzzerreißende Nachricht: Ursula ist von uns gegangen. SWR meldet, dass die Schauspielerin in der Nacht von Montag auf Dienstag verstorben ist. Sie hat uns im Alter von 75 Jahren verlassen. Der Intendant des Senders drückt auf ihrer Homepage unsere gemeinsame Trauer aus: Wir im SWR sind zutiefst erschüttert und traurig. Er würdigt die talentierte Schweizerin als eine von uns. Details zur genauen Todesursache sind momentan noch nicht bekannt. Nachdem sie sich von der Serie verabschiedet hatte, sagte die gebürtige Schweizerin in einem bewegenden Statement: Es ist nun Zeit, neue Pfade zu betreten. Ich blicke auf wundervolle und aufregende Jahre beim SWR und mit den Fallers zurück. Seit 1994 war Ursula in dieser Show präsent. Lasst uns gemeinsam an die schönen Momente erinnern, die Ursula Cantieni uns beschert hat. Ihre Hingabe zur Schauspielkunst wird für immer in unseren Erinnerungen leben. Möge sie in Frieden ruhen.